Marcel, wie oft musst du dir Sprüche über deinen Nachnamen anhören und welche davon nervt dich am meisten? Tja, relativ oft, aber ja, ich finde es nicht so nervig und das gehört halt irgendwie dazu. Ich glaube, es gibt noch schlimmere Nachnamen als Schuhen, deswegen passt das schon. Ja, oder? Finde ich auch. Siehst du. Okay, die nächste Frage. Welche deine Tattoos bedeuten dir am meisten und warum? Tatsächlich die römischen Zahlen, die man teilweise sehen kann, weil das die Geburtsdaten meiner Familie sind, mein Hochzeitsdatum und auch der Geburtstag von meinem besten Kumpel. Das sind so die wichtigsten. Das hast du dann alles verewigt dann? Ja. Alles verewigt, ja. Sehr schön. Kannst du gerne nachlesen, wenn du möchtest. Okay. Du als langjähriger Kölner, bist du denn auch Karneval-Fan? Ja. Die Frage würde ich gerne kurz beantworten. Okay. Gibt es da noch andere Geschichten zu? Oder warum? Natürlich nicht. Okay, du hast 2011 das Tor des Monats geschossen. Wann klopfst du mal wieder einen Abschlag in den gegnerischen Kasten? Ja, ich glaube, dass meine Aufgabe eher darin besteht, Tore zu verhindern. Und ja, wie letztes Jahr ab und zu mal einen aufzulegen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, du bist eher dafür zuständig. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Torhüter sind bekloppt. Stimmt das? Ich würde sagen, ja. Okay. Wenn du einen Tag eine andere Person sein könntest, welche wäre das? Puh, gute Frage. Donald Trump. Und würde dann einiges anders machen. Okay. 0-0 und Kickernote 1. Oder 5-4 für deine Mannschaft mit einem großen Patzer von dir? 5-4 für uns. Sehr schön. Teamplayer. Ja, sicher. Fußballschuhe oder Handschuhe? Ja gut, als Torhüter Handschuhe, ganz klar. Weil, gut, Fußballschuhe brauche ich auch, aber das ist dann doch ein bisschen individueller. Okay. Der beste Torhüter aller Zeiten? Puh, gute Frage. Für mich aber Oliver Kahn, wobei ihm fehlt ein WM-Titel. Deswegen, Gigi Buffon ist auch ein ganz, ganz großer seiner Zunft. Deswegen würde ich das jetzt mal als Besten behaupten. Wobei, weil ich ihn noch live miterlebt habe, gesehen habe, wie er spielt, nehmen wir doch lieber Gigi, weil der hat die Champions League nicht gewonnen. Aber ich sag Buffon. Okay. Und die letzte Frage. Dein erster Eindruck vom Böllenfalltor? Sehr, sehr positiv. Es ist, glaube ich, viel im Aufbau und Umbau noch hier. Aber ja, es ist noch, wie ich schon mal gesagt habe, hier wird halt noch Fußball gelebt und das macht. Darauf freue ich mich wirklich aufs erste Spiel und bin sehr, sehr positiv gestimmt. Zu deiner Frage eben, wo du noch zu mir gesagt hast, ob ich nochmal ein Tor erzielen möchte. Hast du dir dein erstes Zweitligator extra für die Linie aufgehoben? Ja, natürlich. Also ich wusste schon seit einiger Zeit, dass ich hier hinwechseln würde, vor 2 Jahren. Deswegen habe ich mir das aufgehoben. Nein, natürlich Spaß beiseite. Ja, ich hätte natürlich schon gerne das ein oder andere Tor gemacht. Dazu kam es leider noch nicht, aber ich glaube, diese Saison wird es dann Zeit. Muss man halt auch schießen, richtig. Richtig, ja. Es gibt bereits ein Fabian-Team. Wie nennen dich in Zukunft deine neuen Mitspieler? Ja, darüber haben wir schon so ein bisschen diskutiert. Mir ist es eigentlich egal. Schnelle gibt es, glaube ich, den einen oder anderen Spitznamen. Von daher, das passt schon, das kriegen wir hin. Und welchen Spitznamen würdest du dir gerne verdienen? Left Hammer. Ja, richtiger Left Hammer. Deine größte Stärke als Spieler? Ja, ist glaube ich so das, Left Hammer. Das fußballerische Element, also Passspiel, Technik, Dribbling, so alles, was mit dem Ball am Fuß zu tun hat. Größte Schwäche? Alles, was nicht mit dem Ball zu tun hat, kann man, glaube ich, ganz gut ja, so zusammenfassen. Okay. Störche oder Zebras? Ja, schon Zebras. Ich war jetzt schon einige Zeit dort, habe da auch eigentlich eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit gehabt. Aber auch das Jahr in Kiel möchte ich nicht missen. Was hast du schon, was hast du schon alles gegen deine Flugangst unternommen? Noch gar nichts eigentlich. Ist eigentlich jedes Mal aufs Neue eine Qual. Aber eigentlich wird es auch ein bisschen besser, solange der Flug auch ruhig ist, dann ist es okay. Ja, wenn Turbulenzen sind, dann muss mein Nachbar dann mal die Hand halten oder so. Deswegen, aber das wird schon immer wieder besser. Also brauchst du sozusagen eine starke schützende Hand neben dir während des Fluges. Würde ich jetzt
direkt ja. dir die Frage stellen, ob du da mein Sitznachbar sein möchtest. Sehr gerne. Sehr schön. Als gebürtiger Thüringer vermisst du aus deiner Heimat oder was vermisst du aus deiner Heimat am meisten? Ja, bei uns, also in Thüringen und dann natürlich die Thüringer Rostbratwurst. Und ich komme ja aus dem Landkreis Eichsfeld-Wort, da gibt es auch so spezielle. Ja, klar. Und ganz Deutschland bekannte so Wurstspezialitäten. Deswegen, das vermisse ich natürlich so am meisten. Die Wurstspezialität, ja. Okay. Sehr lecker, sehr okay. zu empfehlen. Bring ich dir mal mit. Danke. Warum verzichtest du auf Social Media? Ja, gibt es eigentlich gar keinen richtigen Grund. Irgendwie interessiert mich das alles nicht so sehr. Keine Ahnung. Ich, mit den Leuten, mit denen ich da schreiben oder kommunizieren will, habe ich WhatsApp oder die rufe ich an. Und das reicht mir eigentlich. Nimmst du sonst lieber mal ein Buch, oder? Das aber nicht unbedingt, ja. gebe ich zu. Aber Backgammon habe ich schon gesehen, spielst du ja. ganz gut. Gut. Sehr schön.